Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen TS 2021 Video hier bei The 360 Dude. Wird natürlich wie immer eine Chaosfahrt, mal schauen, was ich alles wieder mal doof mache. Wir haben heute eine Class 67 in der Royal Variante und Hit natürlich auch. Zieht normalerweise unter anderem den königlichen Zug, also den gibt es ja wirklich. Gibt es übrigens sehr interessante Dokus über den Zug auf YouTube. Dann, das müssten MK1-Coaches sein. Und wir quasi machen einen kleinen Ausflug. Und zwar mit der Scottish Railway Preservation Society, SRPS. Und die macht immer wieder Exkursionen, die wohl sehr bekannt sind. Und das ist eine davon. Wir haben den 12. Mai. Und wir sind auf der Network Scott East Merged Route Phase 1 von Alan Thompson. Und bin ja auch noch nie gefahren, das ist jetzt mein erstes Mal und jetzt, ja, schauen wir doch mal, wie es ist. Nächster Halt ist Kirkcaldy, Plattform 1. Bis dahin bin ich schon mal gefahren. Weiter noch nicht, einfach nur zu schauen, ob es funktioniert und würde sagen, das machen wir mal. Wir dürfen gerade direkt schon abfahren, wir müssen noch die Zugheizung anmachen, denn in der Beschreibung steht drin, wir kriegen dann irgendwann die Message, wann wir es denn wieder abstellen dürfen. Das ist natürlich alles Alan Thompson Stock hier, entsprechend schön, schauen sie auch aus, man sieht es ja auch. Und ja, Class 67 bin ich jetzt schon lange nicht mehr gefahren, ist jetzt nicht so mein Favorit, aber machen wir es doch mal. Eben hinten ist die zweite nochmal, aber die hilft uns nicht beim Ziehen, die läuft einfach nur. Gut, ich würde sagen, Pause raus und los geht's. Und den Alarm zurücksetzen und einmal einstellen. Bremsen gelöst, die Zugheizung machen wir an. Gut, ich glaube, die Lichter passen auch, oder? Ja. Wir schauen mal hinten aus. Passt auch. Wir haben abfahren. Wir müssen auch ein bisschen Gas geben. Also, beziehungsweise schauen, dass wir ein bisschen Geschwindigkeit kriegen. Weil hier geht es dann gleich bergauf. Und sollte natürlich auch pünktlich um 6.23 Uhr ankommen. Na komm. Bisschen mehr Schmackes darf es schon sein. Ja, der Bordcomputer hier übrigens funktioniert auch. Haben bis jetzt aber noch nicht wirklich verwendet. Und die hat eine ganz andere Art von Bremse. Also eigentlich wäre der Hebel hier so in der Mitte. Oder so nach hinten Tipps zum Freigeben, nach vorne zum Bremsdruck aufbauen. Bin jetzt nicht so der größte Fan davon. Aber ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ansonsten schaut hier eigentlich alles normal aus. Was aber der ganz cool ist, der Lüfter springt dynamisch an, je nachdem wie warm der Motor ist. Das könnte man sich eigentlich hier anzeigen lassen. Vielleicht schalte ich das auch später nochmal ein. Ja, ansonsten aufnahmetechnisch habe ich mal die Spiele auf 30 Frames limitiert. Ich glaube, dann ist die Aufnahme jetzt hier auch mal ein bisschen schöner. Und generell auch die Full HD Variante, wer das jetzt nicht in 4K anschaut, sollte jetzt schöner ausschauen. Dem neuen Rendering. Ja, im letzten Video sind wir ja mit der Class 45, mit der Peak unterwegs gewesen und da ist mir nicht nur ein Fehler unterlaufen. Unter anderem, also mein größter Fehler, der mich am meisten ärgert, ist, dass ich irgendwie die Class 47s, die da vorkommen sind, als Class 43 bezeichnet habe. Also die Lok, was eigentlich den HSD zieht. Keine Ahnung warum und was mir da in den Kopf durchgegangen ist, aber das ist natürlich falsch. Ich wollte es im Nachhinein eigentlich noch editieren, aber ich habe das Video dann gelöscht, weil mir die Platte vollgelaufen ist. Ja, und beim Edit, also später, als ich mir auf YouTube nochmal angeschaut habe, bei YouTube braucht es einfach mal 2 Tage, bis das Video fertig bearbeitet ist, ist mir aufgefallen, dass ich das da falsch benannt habe. Naja, ich einfach unglaublich Chaos halt. Und was mir hier bei der Lok aufgefallen ist, ihr sitzt da unten, ne? 3362 Ampere. Und da oben sind wir aber schon über 4. Bin mir nicht sicher, welche Anzeige hier stimmt. Wer weiß das schon? Ja. Ansonsten, heute ist Donnerstag. Und habe halt bei den freien Tagen gedacht, jetzt nehme ich mal wieder was auf. Und das ist ein ganz neues Szenario bei Alan Thompson. Schicke ich euch natürlich den Link, wenn ihr das selber fahren wollt. Und ja. Bin jetzt ja, ihr habt es ja garantiert schon gesehen,
dabei, auch bei Railroad Videos zu machen. Da einerseits eigene Map und die Community Map. Gent in 2021 habe ich ja das letztes Jahr gespielt. Und machen wir mal die Ansicht. Ich bin überlegen, ob ich weniger meine eigene Map mache, sondern immer so Community-Maps zeigen und neue Features, was es gibt, so in die Richtung. Da bin ich mir noch ein bisschen unklar, was ich da im Detail mache. Aber generell, Railroad ist ziemlich geil. Also ich bin da, wie ihr vielleicht wisst, für die deutsche Übersetzung mitunter zuständig und schaue auf die deutsche Community. Also schaut unbedingt auf den Discord vorbei, wenn euch das Spiel interessiert und für die neuesten Updates. Und Early Access beginnt ja im Juni. Den Samstag haben wir dann auch schon den ersten Workshop bezüglich ein paar Punkten, wo man sich bei der Übersetzung noch nicht so einig sind, wie es heißen soll. Aber ja, bis jetzt ist es eine echt nette Community und da gebe ich euch natürlich Updates, wenn es dazu was Neues gibt. Jo, schauen wir mal rein. Ich bin jetzt voll im Gas. Sind da genau auf Anschlag. Also eigentlich will ich da nicht so sehr ins Gelbe rein. Aber beim ersten Mal anspielen ist mir einfach aufgefallen, dass wenn du hier nicht Gas gibst, gerade jetzt, wo es hier so nach oben geht, dann kommst du nicht pünktlich an. Und was ich mir auch noch überlegt habe, die hintere Lok kann ja so sowieso gar nicht mitfahren, weil ja, ich meine, das sind ja uralte Wagen hier. Und die haben doch gar nicht die Leitung, um hier die Steuerleitung durchzuschleifen. Hätte ich jetzt mal gesagt, also wenn man jetzt umbaut. Das kann ja eigentlich nur die vordere da ziehen. Außer alle beide würden vorne hintereinander sein. Aber im Szenario ist eine vorne, eine hinten. Da werden sie vermutlich das Rangieren damit sparen. Was ich aber gemacht hätte, ist, also gerade wegen dem ETS oder ETH, also Electric Train Heat, ich hätte die hintere Lok das machen lassen, damit die hier mehr Power für sich hat. Haben es vermutlich auch gemacht. Aber wenn ihr wisst, was der Best Practice ist und was man normalerweise machen würde, lasst es mich gerne wissen in die Kommentare. So ein super Experte bin ich dann, was das betrifft, jetzt natürlich auch nicht. Ja, bis jetzt muss ich sagen, ist das Szenario eigentlich, also besser gesagt, die Landschaft hier echt schön gemacht. Ich sag das erste Mal, mal schauen, was es sonst noch für Szenarien da gibt. Weil die Strecke an sich, ich zeig's euch mal, ist schon recht groß. Und das ist ja nur die erste Phase, da kommt ja noch was dazu. Und wir sind jetzt da oben und fahren dann bis hier runter. Also ich glaube, so fahren wir. Knapp 90 Minuten dauert das Ganze. Und viel Grünzeug haben wir da. Jo. Wahnsinn. Da muss ich ja mal Texte überlegen für 90 Minuten, ey. Aber ihr kennt's mich, also volle 90 Minuten wäre garantiert nicht Quatsch. Das ist ein bisschen genießen. Ja, und da ist der Lüfter angegangen. Ja, wird jetzt wohl zu warm. Generell natürlich bin immer offen für Feedback. Also wenn ihr was wollt, nicht wollt, etc., schreibt es mich rein in die Kommentare. Servus, Kollege. Also eigentlich können wir das HUD hier wieder klein machen. Ich wollte es eigentlich gar nicht so groß haben. Es ist wirklich sehr viel Grünzeugs hier. Ich muss auch sagen, das Spiel läuft auch viel flüssiger, als ich jetzt so ein FPS-Limit auf 30 gesetzt habe. Weil vorher ist immer wieder so auf 60 draufgegangen. War auch bei der Aufnahme nicht so geil zum Angucken. Ich brauche halt nach wie vor mal so einen Shortcut, um zwischen die Wagen hin und her zu springen. Den habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Bis jetzt kann ich es halt einfach nur über das HUD machen. Gibt es denn hier sonst noch so interessantes? GSMA. Ach ja, wie klingt denn das Horn? Ah ja. Ansonsten Power Controller, was haben wir denn hier? ABS, der Mister, Windscreen.
ansonsten nicht sehr viel Spannendes hier drin. Naja, DSD habe ich jetzt mal isoliert. Das nervt mich. Das wäre hier ansonsten das Metall drum. Aber wir sind so schnell. Das ist nicht so geil. Kommt der Föhn, wenn man mal nicht aufpasst. Typisch ich. Oh, netter kleiner Bahnhof hier. Boah, das Ganze natürlich wieder wie immer mit dem Rail Driver. Ja, ich habe auf Facebook auch schon ein paar Screenshots gesehen zu dem Szenario. Also da ist noch richtig viel Verkehr teilweise. Also bin ich gespannt, was uns da noch so erwartet. Ich meine, momentan sind wir da noch im ländlichen Gebiet hier. Bin gespannt. Ist immer wieder ein Abenteuer. Bin sowieso so ein Fan von recht großen Netzwerken im Train Simulator, dass man richtig lang auch mal fahren kann. Wie bei der East Coast Mainline. Aber mich stört das halt nach wie vor, dass man Train Sim wird, wo einfach die Strecken so klein sind. Ich meine, es sieht halt alles echt schön aus, aber die Strecken sind einfach echt klein. Soll man anständige Strecken machen? Und auch wenn es schwierig ist, Sie haben es ja schon gesagt, mal den Editor offen für alle machen. Dass man da halt auch Mods und so weiter reinklatschen kann. Davon lebt halt TS 2021. Ich meine, TS 2021 ist in so vielen Punkten einfach besser als wie Train Sim World. Schade eigentlich. Was er wirklich eine gute Konkurrenz, der so gut zu bedienen ist und so eine fette Community hinter sich hat, hat es halt nicht wirklich. Aber klar, es gibt noch die Hardcore-Simulatoren, aber die schauen halt auch nicht so geil aus. Also wenn es rein um die Grafik geht, ist natürlich Train Sim World beste Simulator. Ein Kompromiss zwischen Realismus und guter Grafik ist das da. Und ich glaube, es gibt in keinem anderen Zugsimulator so viel Rollmaterial als wie TS 2021. Aber ja, das ist das leidige Dovetail-Thema. Schon witzig, die kann über 120 Meilen pro Stunde fahren. Mit der Anzeige bin ich mir noch nicht so ganz klar, was das heißt. Da minus 02 ist das quasi die Beschleunigungsbremsrate. Welchen Faktor du schneller wirst oder langsamer wirst. Also garantiert die Rate, aber es ist schon noch ganz gut, glaube ich, zum Gas einstellen teilweise. Du weißt, wie der Rad ist. So, jetzt eben. Heißt, wieder beschleunigen. Wenn ich jetzt vom Gas weggehe, müsste sich das jetzt wieder anpassen. Ja, tut's auch leicht. Kann man eigentlich eh ganz runtergehen. Wir haben noch 2 Meilen, bis wir da sind. Dann wäre das schon der erste Zwischenstopp. Ja, sind auch eigentlich ganz gut in der Zeit. Also wenn es so aussieht, dann sind wir sogar eine Minute zu früh da.
Also von der Bremse bin ich echt kein Fan. Aber das kriege ich schon hin. Müssen wir noch mal, also ich muss unbedingt mal den Monitor mal kalibrieren. Aber da ist mir ja ein bisschen von den Farben falsch eingestellt. In OBS schaut es wieder richtig aus. Da muss ich auf alle Fälle mal ein bisschen nachjustieren. Aber diese Kalibrierungsgeräte sind halt einfach arschteuer. Muss mal schauen, ob ich das irgendwo ausleihen kann. Sehr gut in der Zeit. Ja, die Aufnahme schaut auch ganz gut aus. Nichts Mist. Passt. Wird die beste Aufnahme bisher sein. Oh, bremsen wir da schon mal langsam rein. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Und Bahnsteig da auf der linken Seite, der nicht mehr genutzt wird. Ja, na, wären wir da. Mit einer kleinen Verfrühung. Sehr gut. Das gefällt mir, also noch bis da vorne hinfahren. Das könnte jetzt ein bisschen zu viel gewesen sein. Ja, mit der Bremse komme ich noch nicht so ganz klar. Load! Schauen wir mal. Ja, das ist ein bisschen zu weit. Wie schauen wir denn hinten aus? Gerade noch so drin. Machen wir mal die Freecam. Wenn wir das mal da hinten kurz mal angucken. Da ist ein stumpfes Gleis. Wo ich nicht rein kann, da war mein Bahnsteig. Da ging es auch mal raus, da war auch mal was. Alles abgebaut. Und noch hier so Reste da und hier auch Abstellbereich. So, und die schönen Wagen hier. Das ist der Buffet-Wagen hier. Kann man da eigentlich auch so reingehen? Ja, aber sieht dann scheiße aus. SRPS Ray Tours. Echt schön gemacht. Restaurant-Buffet, nochmal einer. Den geht's auf alle Fälle gut. Und dann hier die normalen Wagen. Irgendwo hat es auch noch die Abteilwagen. Ah, ich glaube, das ist hier. Das sind die Abteilwagen. First Class. Nice. Gut, dann gehen wir mal wieder rein. Obligatorisch einmal speichern, für den Fall, dass was passiert. Dann heißt es hier warten. Natürlich perfektes Wetter für einen Ausflug, ne? Ich glaube, Red Pay Control, ich glaube, ich steuere eigentlich hier diese rote Nadel hier. Bin sicher sogar. Naja, bin jetzt kein Class 67 X-Spürdi. Jetzt auch kein Bereich, um seinen Tee warm zu machen, ne? So wie die anderen Loks. Höchstens das da, was auch immer das hier ist. Hat zwar so Behälter, um Sachen reinzustellen,
Naja. Ich glaube, ich hole mir mal ganz kurz ein Käffchen. Bin gleich wieder da. Kaffee gegönnt, weiter geht's. Hat eigentlich nur die Tasse aufgefüllt. So eine Thermoskanne. Nächster Halt, Dalgety Bay, Plattform 1. 11 Meilen. Bisschen was. Ja, und ab den Abschnitt, den kenne ich jetzt nicht mehr. So weit bin ich nicht gefahren. Jetzt sind wir nach oben gegangen. Aber generell, glaube ich, schaut das nach einer recht flachen Gegend aus hier. Kann er sehen da hinten? Zoomen wir mal ein bisschen raus hier. Schön. Auch der Lüfter wieder. Wo ist denn diese Anzeige da? Was ist das da? Wave Football Club. Fußballstadion. Tja, wer es mag. Also ich bin jetzt nicht so der mega Fußballfan. Also ich finde also ich für mich finde Fußball einfach total langweilig, dürfte mich gerne haben dafür für die Aussage, aber ich bin einfach kein Fan davon. Vielleicht ein bisschen Formel 1 schaue ich aber auch nicht proaktiv an. Nee. So ein Derby oder so, das würde ich mal angucken, wenn Sachen kaputt gehen. So, ich glaube, da haben wir mehr maximal Schmackes. Ich frage mich, ob wir zwischendrin mal anhalten müssen, damit andere Züge hier vorbeifahren dürfen. Weil das ist ja kein normaler Zug. Aber es ist ein regulärer, sagen wir es mal so. Könnte vermutlich sein, wenn da vorne hier so eine langsame Sektion kommt. Keine Ahnung, was da passiert. Oder wir zweigen ab. Alles möglich. Echt bestimmt eine echt schöne Gegend hier. Dass sie die Textur zu spät reinladen, finde ich ein bisschen doof. Ich habe eigentlich die Distanz auf maximal eingestellt. Ploppen die Häuser und so weiter nicht mehr rein, aber naja. Ja, wir sind zu schnell. Die Warnung für 45. Aber das Schild für 45 fehlt.
Oh, bestimmt einen Haufen Boote da rum normalerweise. Also entweder fehlen die als Assets, aber ich hoffe, sollte eigentlich nicht. Oder die wurden hier vergessen. Der AK-30er Tafel, ich glaube, die hätte hier sein sollen. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Komisch, das mit den Tafeln ist jetzt aber ein bisschen komisch. Vorne hätte wieder 65 sein sollen. Aber ich glaube, hier fehlt wirklich was. Wenn ich mir das hier so mal angucke. Ich glaube, bei Delgate Bay mache ich mal kurz einen Aufnahmestopp und prüfe nochmal die Assets. Weil es wäre ja schon schön, wenn man die Tafeln hier sehen würde. Ein paar Tafel zeigt er an, so wie das hier. ABS-Magneten sind auch drin. Oh. Containerschiff. Oh, ein bisschen was los auf dem See, dann ist es krass. Da muss er ein größerer Fluss sein hier. Wenn hier ein Containerschiff rumduckert. Aber echt schön. Nur das mit den Texturen ist irgendwie nicht so geil. Bin mal gespannt, ob jetzt generell alle fehlen von den Schildern oder nur ein paar. Schauen wir mal, wie der nächsten aussieht. Da muss jetzt auch wieder eine Ankündigung eigentlich sein. Sehe aber nichts. Das mit den Texturen finde ich jetzt echt ein bisschen nervig. Das war bis jetzt auch das einzige Übel da, neben den Schildern. Schade, dass er das so spät reinlädt. Da abgeschnittenes Gleis hier. Ehemaliger Abstellbereich da links. Ein bisschen dezent zu schnell. Eine mega enge Kurve hier. So ein kleiner Containerhafen hier. Okay. Ist auch schon ohne Eisenbahnanschluss. Da habe jetzt die Markierungen auch wieder gefehlt. Ja, aber auf alle Fälle mit den TS-Tools dann später mal reingucken, was ihm da gegebenenfalls fehlt.
super Tool, by the way, auch um Assets und so weiter auszutauschen. Sie müssen sich auf alle Fälle Mühe geben, das muss man ihnen lassen. Also Signale und Co. sind ja alle da. Ich muss unbedingt einmal das Jahr nach London oder generell England, ich will mit so einem HST fahren, weil die fahren ja jetzt immer weniger. Midland Railway, glaube ich, ist jetzt auch am Einstellen. Sind schon also in den Gruppen voller Aufregung deswegen. Ich will auf alle Fälle mit dem fahren. Im normalen Servicebetrieb. Damit ich das einmal gemacht habe. Und natürlich auch Film. Ja, 3,4 Meilen und ABS. Ah, das passt doch noch mehr Schmackes oder was? Schaut so aus. Ah, ist natürlich nicht der leichteste Zug. Und wieder 75, ohne Tafel. Mal maximal Schmackes da am Berg drauf. Ah, ich glaube, die Fahrt werde ich vielleicht auch videotechnisch aufteilen, weil es sind doch 90 Minuten. Aber da könnt ihr auch mal abstimmen, ob ihr sagt, naja, Fahrten aufteilen oder durchgehen, auch wenn es dann halt 90 Minuten sind. Oder 120. Haben wir ja auch schon gehabt. Was steht da? Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz lesen können. Aber wir sind schon wieder gut in der Zeit. 2 Minuten zu früh sogar. So, müssen wir nur schaffen, nicht zu verbremsen. Abbremsen und anhalten ist ein bisschen challenging.
Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Bremsschmackes jetzt hier. Wenn die Exkursion auf so einen Regio-Bahnhof stehen bleiben, hat es doch nichts hier. Aber ja. Wird schon seinen Grund haben. Vor allem, weil der Zug halt einfach viel zu lang ist für die Plattform. Wollen wir drüber schießen? Ein bisschen. Gut, schauen wir uns das mal von außen an. Ja, ein bisschen drüber. Aber eben hinten. Da fehlt es um 2-3 Wagen liegen. Aber hier ist ja, ja gut, ein bisschen was ist schon los, aber nicht allzu viel. Schauen wir mal vorne. An der Parkplatz. Aber ansonsten. Ganz viel nix. Da hat es ein bisschen was da drüben. Na gut. Liebe Leute, an der Stelle mache ich jetzt erstmal einen Save. Yes. Und mache mal einen kleinen Cut. Oder ich glaube, ich mache jetzt den ersten Teil und dann den zweiten. Ich glaube, so werde ich es machen. Jetzt sind wir jetzt bei knapp 40 Minuten. Ich hoffe, euch gefallen. Und ja, euer Feedback bitte gerne in die Kommentare rein. Und dann bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal bei der Tour. Bis denn dann.